Peace, Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Samir Sahani, ich bin 23 Jahre alt und heute dreht es sich um das Thema Essen und allgemein Ernährung eines Spitzensportlers. Und ich mache heute mit euch Meal Prep. Und zwar Meal Prep für eine ganze Woche. Also für eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag. Das ist alles, was ich esse. Zum Frühstück gibt es Magerquark mit Müsli, Bananen, Süßstoff und ein bisschen Flohsamen. Dann zum Mittagessen gibt es Vollkornnudeln mit Kichererbsen und Bohnen, Tomatensauce und als Snack gibt es entweder Hüttenkäse mit ein bisschen Walnüsse und schwarzer Schokolade, einem Apfel, oder wenn es keinen Hüttenkäse gibt, dann gibt es einen Shake, einfach als Proteinquelle. Dann zum Abendessen gibt es Reis mit Hähnchen, Gemüse und ja, das war's schon etwa. Für zwischendurch habe ich hier noch unbezahlte Werbung. Clearway, einfach, ja, das ist so wie im Sommer. Das ist nicht wie normales Whey mit einem milchigen Geschmack, sondern das ist ja wie ein Clearway halt. Ein wenig wie ein Saft und viel einfacher zum Verdauen und einfach für zwischendurch mal. Gut, dann werde ich das jetzt zubereiten und dann ist es parat auf dem Tisch in 3, 2, 1. Ey. Was ist los? Ah, ich weiß wieso. 3, 2, 1. Tada, voilà! Das ist meine Ernährung momentan. Und ich habe gedacht, ja, kann man doch das Ganze mal vorbereiten und euch zeigen, dass es easy geht. Das sind 4 Mahlzeiten am Tag mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und kleinem Snack. Und wir hatten jetzt, ja, eine Stunde. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr darum kümmern, was, ja, was ihr kochen sollt am Abend, und könnt es einfach im Kühlschrank tun und dann essen. Genau. Und zum Frühstück gibt es 500 Gramm Magerquark mit 40 Gramm, ja, so ein Müsli, Haferflockenmäßig. Dann 20 Gramm Peanut Butter, dann eine Banane und ein wenig gefrorene Früchte. Zum Mittagessen gibt es Pasta mit Gemüse, so ein Gemüsemix, tiefgefroren, eine Tomatensauce, also passierte Tomaten und Kichererbsen und Kidneybohnen gemischt. Genau, dann zum Abendessen gibt es Reis, Hähnchen und Gemüse. Und als Snack gibt es entweder Hüttenkäse oder ein Shake, je nachdem. Dann einen Apfel, weil an apple a day keeps the doctor away. Dann, ja, 90% schwarze Schoki. Ja, es kann auch weniger sein, aber ich finde diese von Lindt excellence. Und ja, ich mag die irgendwie. Und dann 5 bis 10 Gramm Walnüsse. Genau, und ich habe da einfach noch meine Gewürze, ein wenig Tabasco, was man dann drüber tun kann. Und genau, für den Magerquark, wie gesagt, habe ich Süßstoff benutzt. Da könnt ihr auch Honig oder was gibt es noch, Ahornsirup oder so etwas dazu tun, weil einfach Magerquark so, das ist zu bitter. Und auch die Zubereitung ging voll schnell, also eben Reis und Nudeln kann man zusammen kochen, das wisst ihr ja, wie das geht, und Hähnchen gehen 10 Minuten,
und das Gemüse auch und dann das Anrichten und so braucht vielleicht 15, 20 Minuten. Aber jetzt ist die Geschichte ist gegessen. Die Nährstoffangaben packe ich euch in die Videobeschreibung und da müsst ihr nicht genau gleich wie ich machen. Da könnt ihr selber variieren, wenn ihr mehr Kohlenhydrate braucht, macht ihr einfach mehr Pasta oder mehr Reis. Und wenn ihr mehr Proteine braucht, macht ihr mehr Proteine, ganz einfach. Das war's von meiner Seite aus. Ein etwas anderes Video, aber auch sehr spannend, meiner Meinung nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr sonst noch zu sehen wollt. Und abonnieren nicht vergessen. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Die nächsten Videos werden sehr, sehr wild. Und ich freue mich auf die Reise. Und ja, wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, guys. Peace out.